Du fährst super gerne Fahrrad, aber es gibt ein Riesenproblem. Dein Sattel fühlt sich einfach an wie ein Stück Brett oder wie ein Nagelbrett. In diesem Video zeigen wir dir, wie du überprüfen kannst, ob dein Sattel überhaupt zu dir passt und welcher vielleicht passen könnte. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist der Markus vom Fahrradgeschäft Fitbikes und in diesem Video geht es um das meistgehassteste Objekt beim Fahrrad. Es handelt sich nicht um die Klinge, sondern um den Fahrradsattel. Wir haben schon diverse Videos gemacht und vor kurzem ein Video gemacht über die verschiedenen Sattel von Aesculap. Ja? Und danach haben uns ganz, ganz viele Anrufe, E-Mails, Instagram-Nachrichten und Facebook-Nachrichten erreicht. Ja, das ist ja toll, dass es so viele schöne Sättel von Aesculap gibt. Aber die Frage ist, wie wähle ich jetzt den passenden Aesculap-Sattel aus? Ja? Und in diesem Video möchten wir einmal kurz darauf eingehen und euch ein Tool vorstellen, was wir extra für euch gebaut haben, damit ihr herausfinden könnt, welche Sattelbreite zu euch passt. Lass uns einmal ganz kurz noch ein bisschen da hinten einsteigen. Viele Leute haben massive Probleme mit dem Sattel. Fühlt sich an wie ein Stein, wie ein Nagelbrett. Ist einfach sau unbequem. Alles tut weh, alles schläft ein. Natürlich macht Fahrradfahren so keinen Spaß. Das Problem ist, es gibt ganz, ganz, ganz viele Unwahrheiten, die irgendwie durch die Gegend fliegen. Oder vielleicht funktioniert es auch bei dem einen oder anderen, aber bei den meisten auf keinen Fall. Nämlich, der Sattel muss möglichst hart sein. Er muss möglichst weich sein. Die Form muss irgendwie sein. Man braucht ein Loch in der Mitte. Whatever. Oder die beste Aussage, Fahrradfahren tut einfach weh, beißt die Zähne zusammen und es geht schon irgendwie. Ja? Kann man alles so machen, muss man nicht. Wir zeigen euch jetzt eine ganz einfache Möglichkeit, wie Fahrradfahren mit einem Sattel schmerzfrei sein kann. Wir haben als Beispiel hier mal ein super geiles Rad von Simplon, aber wir haben ein Problem, nämlich dieser Sattel. Und das ist kein Problem von Simplon, das ist ein Problem von fast allen Fahrradherstellern, weil wir halt irgendwie bei uns abgespeichert haben in der Birne, dass ein schmaler, kleiner Sattel sportlich ausschaut. Ja? Und natürlich haben die Hersteller ein Interesse, dass ihre Fahrräder sportlich wirken, damit sie auch gekauft werden. Das Problem ist aber, dass unsere Sitzknochen, also unser Becken, also so ein Becken von einer Dame, habe ich mal sagen lassen, das ist nicht so schmal wie der Sattel, sondern wir haben hier Sitzknochen und unten an den Sitzknochen ist nichts, was wehtun kann, aber seitlich sind Nervenbahnen. So, wenn wir jetzt also einen Sattel haben, der schmäler ist als unser eigener Sitzknochenabstand, dann sitzen wir auf dem Sattel. Aber wir sitzen gar nicht auf dem Sattel, wir sitzen eigentlich neben dem Sattel, ja, weil die Sitzknochen sind nämlich neben dem Sattel, wie man hier, glaube ich, sehen kann. Dann bewegen wir uns noch auf dem Sattel, das heißt, wir rutschen wunderbar auf den Nerven hin und her. Und für uns Männer haben wir das Problem, dass hier vorne im Schambeinbereich kein Platz ist und wir klemmen wichtigste Teile ab. Und auch hinten haben wir wenig Platz und das Steißbein wird auch immer wieder in ungünstige Position gebracht. Und das Ganze an der Bewegung und das Ganze ist einfach nicht gut. Was wäre jetzt, wenn wir einen Sattel hätten, der von der Breite her breiter als der Sitzknochenabstand ist? Ja, mal als Beispiel dieser Sattel, der ist jetzt ein bisschen breiter und wir sitzen jetzt mit dem Sitzknochen auf einmal auf dem Sattel drauf. Man sieht hier, der Knochen ist auf dem Sattel drauf. Hier vorne im Schambereich ist viel Platz und auch das Steißbein hängt in der Luft. Dann ist Fahrradfahren auf einmal schmerzfrei. Das ist jetzt ein Trekkingsattel, für Mountainbike gibt es andere, aber man kann hier den Unterschied sehr, sehr gut sehen. So, Ziel wäre also, dass Sattel breiter als Sitzknochenabstand ist. Jetzt natürlich nicht viel breiter, ja, wir können jetzt keinen Meter Sattel hin tun, aber ein bisschen breiter. Das wäre sozusagen Thema Nummer 1. Thema Nummer 2 oder Schritt Nummer 2 wäre, die Form muss zum Einsatzzweck passen und auch zu der Dauer der Nutzung. Ja? Und jetzt hört sich relativ logisch an. Die Frage ist, wie finden wir jetzt den passenden Sattel oder wie findet ihr heraus, ob euer aktueller Sattel vielleicht von der Breite her zu schmal oder zu breit ist? Und genau dafür haben wir den Sattelcheck erfunden. Ja? Das heißt, wenn du jetzt Probleme hast, dass die Weichteile einschlafen, das Steißbein wehtut oder irgendwas anderes wehtut oder einschläft, dann hast du jetzt völlig kostenfrei die Möglichkeit herauszufinden, ob dieser Sattel zu dir passt. Und zwar kannst du einfach gehen auf www.fitbikes.de/sattelcheck. Wir verlinken es nochmal in der Videobeschreibung. Und da gibt es so eine Art Formular. Ja, das heißt, es klärt ab, was für ein Fahrrad fährst du, wie lange fährst du, wie sitzt du auf dem Fahrrad drauf. Bei demzufolge verändert sich die Haltung des Beckens auf dem Rad. Dann müsst ihr oder könnt ihr mit einem Stück Karton, wenn du es zu Hause hast, oder ihr könnt es auch bei uns bestellen, den Abstand hier ausmessen und am Ende spuckt euch der Sattelcheck völlig kostenfrei heraus, welche Sattelbreite, und zwar effektive Sattelbreite, ihr haben solltet, damit ihr keine Schmerzen und keine Wehwehchen oder keine Gefühle mehr im Genitalbereich habt. Wichtig, es geht um die effektive Sattelbreite, aber da ist auch ein Video, wie das erklärt. Also, mit diesem Video wollten wir einfach mal zeigen,
dass die ganzen zahlreichen Anrufe, die wir kriegen, welchen Sattel soll ich nehmen, welche Sattelbreite soll ich nehmen, welche Form soll ich haben, dafür haben wir jetzt den Sattelcheck gebaut. Ja? Und ihr könnt ihn komplett kostenlos testen, ausprobieren, machen. Er spuckt euch alles aus. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist ein Stück Karton, ein Stück Pappe. Und wenn ihr die nicht habt, dann könnt ihr für einen kleinen Unkostenbeitrag für Porto und dass jemand zur Post läuft, könnt ihr einfach bestellen. Und da ist alles aber komplett kostenlos frei. Wenn ihr Fragen habt zum Sattelcheck, ja, dann schreibt sie gerne in die Kommentare unten rein. Dann gehen wir in einem weiteren Video drauf ein. Denn was mir ganz wichtig wäre einfach, so viele Leute laufen mit der Meinung rum, dass Fahrradfahren wehtut und dass es eh nichts anderes gibt. Und es gibt auch ganz viele, die haben schon 10, 20 Sättel zu Hause liegen und machen das nur mit Ausprobieren. Ich kann dir sagen, wir verkaufen im Jahr über 1000 Sättel. Ich gebe Vorträge zu dem Thema und es funktioniert wirklich. Deswegen, du hast nichts zu verlieren. Probier es einfach mal aus, ob dein Sattel vielleicht zu schmal ist oder zu breit ist, indem ihr den Sattelcheck ausprobiert. Ja, wenn ihr sowas cool findet, wenn ihr sagt, okay, das ist eine coole Kiste, was ihr da gemacht habt, dann lasst uns gerne ein Like da. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt zum Thema Ergonomie, zum Thema Fahrrad, zum Thema Fahrradfahren ohne Schmerzen, dann abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt in irgendeiner Form, dann gerne in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, wie es bei Fitbikes hinter den Kulissen ausschaut, dann besucht uns bei Instagram oder Facebook. Bis dahin, ciao!